Moin zusammen und willkommen zurück zu A Painter's Tale. Ich habe beschlossen, wir haben beim letzten Mal so maßlos übertrieben. Ach, guck mal, das Gegenteil ist offen. Nee, wir gehen jetzt erstmal zu Ida. Für diesen Weg haben wir uns ja entschieden. Wir haben beim letzten Mal so maßlos übertrieben. Ich werde mal zusehen, die Folgen ein bisschen kürzer zu halten. Ist vielleicht ein bisschen, naja, Idas Haus. So. Und drin. Was? Die Tür ist verschlossen. Wer weiß, wo Ida steckt? Was? Sie ist weg, aber wo ist sie denn hingelaufen? Da. So, dann muss ich hier jetzt doch mal nachsehen. So, jetzt wo das Gate offen ist, wo geht's denn hier hin? Oh, da ist sie ja. Ach, guck mal, ist aber schön hier. Ach, Ida ist traurig. Ja, natürlich ist sie das. Ida, hier bist du. Ich hatte dich gesucht. Wenn das alles vorbei ist, wird nur mehr Wasser hier übrig sein. Keine Häuser, keine Leute, keine Tiere mehr hier im Grauen. Karl kehrt nie wieder zurück. Pater Alfred hat es dir erzählt, nicht wahr? Karl ist in den Krieg gezogen und ist nicht zurückgekehrt. Vermisst, sagen sie. Es gibt nicht einmal ein Grab, das ich schmücken könnte. Ich fühle mich bei meinem Kerl näher als dem Leben. Wir sind oft zu der St. Anna-Kapelle hergekommen und saßen hier. Das hier war unsere Sitzbank. Von hier aus konnten wir das ganze Tal sehen. Neue Geschichte hinzugefügt. Ja, ich würde dich gern trösten, aber nun tatsächlich ist das ja hier auch Vergangenheit. Es kommt so. Ida, hey, hör mal. Wusstest du, dass das hier passieren würde? Das Bild, das ich in deiner Tasche entdeckt habe. Ich dachte, das hättest du dir alles nur ausgedacht. Ich weiß nicht, wer du bist und wo du herkommst, aber was für eine Rolle spielt das schon? Ida, ich wünschte, ich könnte das alles ändern. Ich wünschte, ich könnte das alles so sein wie früher. Ja, naja, das kann nur der Herr. Was wäre, wenn ich ohne den See nicht mehr zurückkehren könnte? Wäre das wirklich so? Was können wir schon gegen das Schicksal ausrichten? Thomas? Ja. Ida, ich will nicht weg von hier. Oh, Ende von Akt 1. So, okay. Wie viele Akte gibt es? Zwei, drei, vier? Was nun? Nanu? Okay. Das ist er. Was ist das hier für ein Ort? Ich kann nur geradeaus laufen. Laufen ist gut. Gehen träumt er gerade. Sieht alles sehr merkwürdig aus, sehr düster. Oh, Hami, was ist dieses rote X auf dem Haus der alten Frauen? Oh, Schande. Sie ziehen das echt durch, ne? Sie ziehen es wirklich durch. Da ist das X. Oh. Es wird vorher noch alles dem Erdboden gleich gemacht. Oh, wie furchtbar. Ich meine, wieso? Wie? Mit welcher Grundlage? Ging das früher? Ich meine, ich weiß, dass es zur Enteignung gekommen ist. Aber so? Ich weiß ja nicht. Ohne Entschädigung und so. Pater Alfreds Reise nach Rom hat nicht viel gebracht. Und was sollen wir jetzt machen? Tja. Ist das die Aufgabe hier im Spiel, tatsächlich die Zukunft zu ändern? Und wäre das so schlimm? Tommaso, der ist ganz in Ordnung. Und du schimpfst immer wild über die Italiener. Na, oh, das ist nett. Danke sehr. Das ist gut zu hören. Es ist Unsinn überall. Oh, hast du gesehen, um die Baracken da oben zu bauen, ebnen sie den Berg ein. Oh, sie machen alles kaputt. Also, worauf ich gerade hinaus wollte, nee, zurück geht's nicht, es geht nur vorwärts. Es ist Unsinn, eine Bevölkerungsgruppe einfach so, ja, über einen Kamm zu scheren. Das ist einfach dumm, weil. Ja, natürlich gibt es Idioten und es gibt aber auch eine Menge Leute, die
cool sind, die gut drauf sind, die gebildet sind, tralala. Genauso wie das bei uns auch ist. Das ist, oh, bitte geduldet euch noch ein bisschen, ihr bekommt bald auf die neue Weide. Ja, es ist egal, welche Bevölkerungsgruppe du nimmst, welche Nationalität oder Religion du nimmst, das ist völlig egal. Es gibt überall Idioten, Ochsen, Langweiler, Engstirnige, bla. Und es gibt, mein Gott, hoffentlich kommt es nicht zu irgendwelchen Unfällen während des Protestmarsches. Ja, ihr müsst es probieren. Und es gibt auch halt eben viele tolle Leute, inspirierende Leute. Ja, ist einfach so. Am Tage des jüngsten Gerichts werden die Betonbarrieren einfach nicht mehr durchbrechen können. Was ist das denn jetzt hier für eine Aussage? Unsere Toten, dieser ganze Beton, der die Gräber bedeckt. Jetzt geht er von alleine weiter. Was ist hier los? Ja, das Leiden eines Dorfes. Die Zeit vergeht im Flug. Es sind schon 6 Monate vergangen. Hier in Koron lebt es wirklich ganz gut, auch wenn es am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig war. Ich möchte den Bewohnern von Koron helfen, ihr Dorf zu retten. Ida hat sich um mich gekümmert und ich bin ihr sehr dankbar. Aber was, wenn sich durch meine Unterstützung alles ändert und ich dann nicht mehr zurück kann? Boah. Also wenn du schon 6 Monate hier bist, dann stellt sich eher die Frage, ob du überhaupt zurück möchtest. Du suchtest ja am Anfang einen Sinn nach dem Leben, nach einem Neubeginn, nach einem, du hast das Gefühl, unterzugehen. Vielleicht ist das hier deine Chance. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Dann schau dir Ida an und frag dich, welche Alternativen es gibt. Das ist immer so leicht gesagt als Dritter, ne? Als Außenstehender, das ist es immer ganz cool, solche Ratschläge zu geben. Akt 2, Herbst 1949. Aber wenn du selbst in der Situation steckst, tja. It's a rainy day. Er malt jetzt. Ach, guck. Bist du da fertig damit, Tommaso? Fast. Es fehlt der letzte Schliff. Den Kopf nicht drehen. Ach, mein Fuß ist schon eingeschlafen. So, da, beweg dich nicht. Du bist gemein, Tommaso. Hätte ich nur nicht eingewilligt, hier für dich still zu sitzen. Aber wie konnte ich Nein sagen? Du bist genau wie Karl. Hab doch etwas Geduld, Ida. Ich bin gleich fertig. Oh, schau an. Siehst du mich wirklich so? Ihr Maler seht die Welt mit ganz anderen Augen. Das ist gut geworden. Weißt du was? Es gefällt mir. Schön. Tommaso, gestern habe ich Luigi getroffen. Sie ist ziemlich sauber. Sie sagte, dass ihr Vater sich diese kleinen Häuser angesehen hat und dass sie wirklich viel zu klein sind. Sie sagte, ich würde dort nur noch ein Schlafzimmer haben, eine kleine Küche und vielleicht einen kleinen Garten, wenn ich Glück habe. Mein Gott, wie soll ich nur da alles Platz haben? Vielleicht wendet sich das Schicksal noch, Ida. Pater Alfred könnte es vielleicht schaffen, aber eines aufzuhalten. Diese Zeichnung, das Einzige, was vom Grauen noch übrig bleibt, ist der Glockenturm, sonst nichts. Unsere Häuser, unsere Weiden, es ist alles zerstört. Was kann Pater Alfred gegen eine bereits in Stein gemeißelte Zukunft noch ausrichten? Vielleicht bin ich nicht ohne Grund hierher gelangt. Vielleicht kann ich etwas tun. Und wenn das für dich bedeuten könnte, nie wieder nach Hause kehren zu können? Ah, die Entscheidung. Ausgezeichnet. Ich bin jetzt einer von euch. Ich bin zu Hause. Ist das vielleicht ein bisschen zu aufdringlich? Ich bin jetzt einer von euch? Nee, ich bin zu Hause. Ich habe mich noch nie so zu Hause gefühlt wie hier. Oh, Tommaso, das freut mich sehr. Ida, ich. Was? Oh, da ist der. Oh, Alarm, Alarm! Mein Gott, ist jemand gestorben? Vielleicht schlimmer noch. Ein Unfall, ein Erdrutsch. Nein, es sind die verrückten Italiener, die Carabinieri. Ich war in der Taverne und ich habe sie reden gehört. Gorini, der Beamte, war auch dort. Stehlen, haben sie gesagt, aber hinter der Tür konnte ich nicht alles verstehen. Er wird sie doch nicht wieder im Bad eingesperrt haben. Was wollen Sie denn noch stehlen? Sie haben doch schon alles genommen. Zur Taverne. Schnell, schnell. Avanti.
Tommaso, du bist der Einzige, der mit den Carabinieri sprechen kann. Außer der Lehrerin. Aber wir können nicht, die können wir nicht stören. Sie ist in der Schule. Tranquilla, keine Sorge, Ida. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. So, okay. Haben wir das Bild schon mitgenommen? Ja, da ist das Bild. Das ist wirklich cool geworden. Ich finde es gut. Ist ein bisschen schlicht, aber läuft. So, kommst du mit? Ida? Bleib schön hier, will dich nicht, ich bin gleich wieder da. Und blas die Kerze aus, wenn du gehst. So, also, zum Platz. Wir müssen in, was? In die Taverne, die Post. Ja, hier. So, genau. Und... So, wo ist es denn? 93. Ja, guck mal, bis dahin soll das Wasser steigen. Ja, drauf gedings. Nee. Na, Kinder, ihr baut hier schon mal einen Haufen, um mitten im Nee, das ist ein Arbeiter. Ey, was willst du? Siehst du denn nicht, dass wir arbeiten? Das wird Monate dauern. Das wird Zeit, Babe. Das freut mich sehr. Oh nein, hier wird schon abgerissen und so, ne? Alter. Hey, alles cool? 22, was haben diese Marken dazu bedeuten? Ist das der Wasserstand oder was? Warum müssen wir unser Haus verlassen? Ja. Ich will nicht weg. Die Tulpen sind auf den Wänden meines Schlafzimmers, hat mein Großvater hingemalt. Oh ja. Ich stelle mir das furchtbar vor. Oh, warte mal, hier ist der. Guck mal, da ist die. Komme ich da überhaupt dran vorbei? Nee, wie komme ich in die Taverne? Ich komme gar nicht in die Taverne. Hä? Aber ich soll, ach, Taverne, das steht doch da unten. Ja, blöd. Das war ja das Gebäude hier auf der Nase. Ich konnte mich da hinten gar nicht umsehen. Ich möchte mich da hinten umsehen wollen. Na, Mädels, immer noch heiß auf. Knack in den Hintern. Sophia, Maria, wart ihr schon mal in Meran? Das ist unglaublich weit weg. Nee, jetzt sind sie nicht mehr so an seinem Hintern interessiert. Okay, so. Guten Tag. Na, 87, was hat das zu bedeuten? Das ist doch garantiert irgendwas Bautechnisches, ne? Der Bauer. Na, hast du inzwischen Weiden gefunden für deine Viecher? Ach, Tommaso, du bist es. Wenn du später bei uns vorbeikommst, habe ich noch etwas Frischmilch für Ida. Oh, der ist, guck mal, wie die alle aufeinander aufpassen. Voll schön. So, okay, und jetzt, lauschi, lauschi. Komm her, Bella Medina, schenk mir was ein. Und bring uns gefälligst den guten Wein, nicht das Gesöff, das uns dein Mann uns anbietet. Pass mich bitte nicht an. Oh, ja, okay. Warum bleibst du nicht hier und trinkst was mit uns? Nein, danke. Hier gibt es noch andere Gäste, die bedient werden wollen. Nicht nur ihr. Die vier Bergziegen da drüben. Aber hier spielt die Musik. Okay, da kann ich ja gar nicht drauf. So, Wirtin. Hey, na, alles klar? Diese Italiener sind echt anstrengend. Aber wir können sie ja schlecht rausschmeißen, wenn sie so gut zahlen. Gell, Schatz? Der sagt nichts. Okay, hier gibt es auch nichts zu sagen. Hey, alles klar? Mit dem können wir nicht sprechen. Okay, mit dem Hirschgeweih auch nicht. Nee, das andere. Der Fuchs. Der Hirsch. Es ist ein Hirsch, ne? Das soll einen Hirsch darstellen. Hey, was sollen die berückten Gesichter? Dorfbewohner. Ah. Und? Seit die hier sind, kann man nicht mehr in Frieden sitzen und trinken. Sie schreien, saufen, uns gehen und ständig auf die Nerven. Das ist kaum auszuhalten. Hm. Kumpels, wie wär's mit einem Tänzchen, ha? Carabinieri. Polizisten. Und? Moin. Ecco qua, der Freund dieser Deutschen, der Verräter unseres Landes. Was? Trinkst du einen mit uns? Diese Grucci sind ja stinklangweilig. Gern Grucci, wenn ihr zahlt. Wieso Grucci?
Luigi, pass auf, über wen, wie du übersprichst, zeig etwas mehr Respekt. Ja, das finde ich allerdings angebracht. Ach, sei keine beleidigte Leberwurst. Du bist doch Italiener. Was gehen dich diese Knödelfresser an? Es ist völlig egal, welcher Nationalität wer ist. Komm schon, trink mit uns. Frau Wirtin, diese Runde geht übrigens auf dich, Ragazzo. Er hat sich tatsächlich hingesetzt. Ah, wenn ich meine Karten richtig spiele, komme ich vielleicht an wichtige Informationen heran. Ah, das, darum geht's hier also. Also gut. Also, Ragazzo, was willst du trinken? Bier, Wein. Italiener sind eher die Weintrinker, ne? Guck mal, die haben auch ein rotes Gesicht in den Händen. Also Wein, Vino. Ein Glas Wein, grazie. Ottimo, guter Wein, damit du danach gut singen kannst. Ja. Mhm, trinkt ihr nur. Ich nehme gefärbtes Wasser. Sie rutschen dir heran. Du heißt Tommaso, vero? Das merkt man sich leicht. Als Franz, Hans, Jörg. Die kann man nicht mal richtig aussprechen. Ja, Tommaso, die Menschen zählen. Ja, das ist das, was ich gerne antworten würde. Aber so kommen wir nicht an die ran. Ein schöner italienischer Name. Na, ich bin mal sicher. Also, ja, Tommaso wird wahrscheinlich zu wenig sein. Ein schöner italienischer Name, so wie die beiden drauf sind, ne? Fühlen die sich doch bestimmt gebauchpinselt. Sie, ich heiße Tommaso, ein schöner italienischer Name. Genau. Jetzt guckt er. Guck nicht so. Ich habe dem keine Tipps gegeben, ehrlich. Ah, sie rutschen noch näher ran. Okay. Nun lass mal hören, was du von den Arbeitern und dem großartigen Projekt denkst. Oh. Puh, ja. Wir werden uns weiter bei denen einschleimen müssen, ne? Es ist großartig. Revolutionell, würde ich sagen. Endlich mal ein bisschen Fortschritt in diesem verlassenen Teil. Giusto. War das gut? War das gut? Ja, sie rutschen noch näher ran. Wunderbar. Tommaso, hast du von dem Ingenieur Gorini bereits kennengelernt? Ja, das war ein Schnösel der ohnegleichen. Sehr raffiniert, kein guter Eindruck. Das war doch der Schnösel. Nee, warte, der Schnösel war der Beamte. Wer war denn der Gorini? Ah, weiß ich nicht mehr. Haben wir mit dem schon gesprochen? War der war der ein Landsmann oder war der ein... War es das nicht? Ich sag mal, sehr raffiniert. Ein kultivierter Mann, der die Schwäche für Musik hat. Doch, das war der Beamte. Also... Das kannst du laut sagen. Trinken wir auf seine Gesundheit. Alla sua salute. Und? Jetzt liegen sie gleich bei ihm auf dem Schoß, ne? Näher ranrutschen ist ja kaum noch. Doch, näher ranrutschen ist noch. Okay. Sii un grande, du bist ein wahrer Patriot. Wir haben dich unterschätzt, aber du bist ja aus goldenem Holz geschnitzt, so wie wir. Komm näher, nun näher. Sagt dir der Luigi, die Freundin des Ingenieurs, etwas? Gorini ist von dem Glockenturm besessen. Er will, dass die Glocke eingeschmelzt und die Bronze um jeden Preis weiterverkauft wird. Was? Der Luigi ist in den Glockenturm hineingeschlichen, hat den Schlüssel entwendet und uns somit geholfen, eine Kopie davon machen zu können. Für ein deutsches Mädchen ist sie sehr gerissen. Sie hat ihre Seite gewählt. Also hat Luigi diesem Gorini geholfen. Wie kann sie Coron nur so im Stich lassen? Ja, sie hat studiert, sie war schon außer Landes und sie ist jung und überhaupt. Ja, sie will natürlich auch was anderes sehen, klar. Sie hat ja Blut geleckt quasi. Es ist schon später am Abend. Ich muss sofort zu Ida, zurück zu Ida und den anderen. Und, geht das denn? Lassen Sie uns? Ja. Wir scheinen ja keinen Stress mit zu haben, ne? Was, das ist jetzt der große Plan? Na, ich weiß ja nicht. Okay, so, warte. Jetzt, da es geht, möchte ich... Jetzt kommen wir nicht mehr in die Toilette hinein. Ich glaub's ja auch nicht. Ach, Mann. Okay, so, kein Gerenne in den Räumen. Zack. So, hallo. Ey, Kumpel. Alles klar? Gastbettchen, wir können mit ihm sprechen. Ja, super. Moin. Ich hätte schon am ersten Abend rausgekommen. Was? Aber das Taverne gehört meiner Frau und vor ihrem Vater. Also entscheidet sie, wer bleibt und wer gehen soll. Okay. Ja. Es ist ja jetzt erstmal nicht grundsätzlich schlecht. Okay, gehen wir mal zurück. Also, Ida, Schnucki, stell dir vor. B-
Bist du sicher, dass du nichts falsch verstanden hast? Aber sicher bin ich mir sicher. Ihr habt doch noch alle Tassen im Schrank. Sie haben stehlen gesagt. Aber was wollen Sie uns denn noch stehlen? Sie haben doch schon alles genommen. Tommaso, du bist zurück. Hast du mit den Carabinieri gesprochen? Sie. Leider keine guten Nachrichten. Der Beamte will die Glocke für sich beanspruchen. Die will er schmelzen und einen Haufen Geld damit machen. Während sie weg waren, Padre, ist der Schlüssel zum Glockenturm in Gorlinis Hände geraten. Er hat sich jemand aus dem Dorf helfen lassen. Sollte ich Ihnen sagen, dass es sich dabei um Vinovice heißt, ne? Tja, im Notfall. Bis jetzt habe ich nirgendwo gelesen, dass die Glocke jemals gestohlen worden sei. Vielleicht sollte ich Ihnen dabei helfen, den Diebstahl aufzudecken. Schwierige Entscheidung. Aber was wäre, wenn ich dadurch nur mehr Schaden anrichte und dann nicht mehr nach Hause... Du willst doch gar nicht mehr nach Hause. Komm, machen wir uns nichts vor. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich sag besser nichts, oder sollen wir es aufdecken? Wenn ich sag's besser nicht sage, wird denn dadurch, also geht die Geschichte voran? Ich meine, ich muss ja jetzt niemanden hier verunglimpfen. Können wir es trotzdem aufklären? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Weißt du was? Ich sag's denen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Keine Ahnung. Ich sag's denen. Ich befürchte, das ist es. Ludovica. Anschließend hat sie eine Affäre mit Gorini. Ludovica, ich fass es nicht. Wie konnte sie nur ihr eigenes Dorf verraten? Ja. So einfach ist die Geschichte ganz sicher nicht. Nein, das kann nicht sein. Pater, wir müssen sofort mit dir reden. Nein, lass sie in Ruhe. Das werden wir, Ida, alles zu seiner Zeit. Jetzt muss ich mich leider um dringendere Angelegenheiten kümmern, wie du weißt. Was ist mit eurem Plan, das Projekt aufzuhalten, Padre? Hattet ihr bis jetzt keinen Erfolg damit? Leider nicht, Thomas. Wie ich Ida schon sagte, das Staudamm-Projekt ist bereits genehmigt worden. Man kann es nicht mehr aufhalten. Grauen ist verloren. Wir müssen uns damit abfinden und Vertrauen zu Gott haben. Der Glockenturm wird verschont bleiben. Man sagt, es sei Kulturerbe und man würde es deshalb stehen lassen. Ja, das haben wir gesehen, wie das läuft. Ein Glockenturm ohne Glocke ist nutzlos. Ist unser Dorf für die Herren in Roma denn nichts wert? Tja, ich weiß nicht, wie ist das zu der Zeit? Karl, wie sehr hättest du gelitten, dein Dorf so gedemütigt und ausgeplündert zu sehen? Ja, also heute gibt es dafür ganz sicher Möglichkeiten, viele Möglichkeiten. Aber was ist mit damals? Gab es da auch Möglichkeiten? Nein, ich kann das nicht ertragen. Weg ist er. Und? Geh zu ihr, Tommaso. Kümmer dich um sie. Das ist ganz falsch jetzt, glaube ich. Ludovica, wenn sie es tatsächlich gewesen ist, die wird sie das verantworten müssen. Sie hat mein Vertrauen missbraucht. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Diese Glocke wird unserer neuen Kirche läuten, wenn es das Letzte ist, was ich tue. Okay. So, weg ist er. Jetzt können wir hochgehen, oder was? Mit ihm können wir nicht mehr reden, tatsächlich. Ich sollte hochgehen, ne? Okay, mache ich das noch? Nee, lieber nicht. Das wird bestimmt wieder ein längeres Gespräch. Hier, schau mal zu den Leuten. Hallo! Okay, wie angekündigt, bisschen kürzer die Folge heute. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss!